Ich weiß also auch nicht. Ich bin eigentlich zufrieden und ich denke. Also in allem soll es einfach so bleiben, wie es ist. Ja, vielleicht hier im Dorfkern ein bisschen ruhiger. Die sind immer am Klagen, gell? Ich soll einfach so weitermachen wie bis jetzt. Es läuft gut und alles. Und also, ich werde mit dem einverstanden. Ja, die Zonenplanung liegt noch im Argen. Da hat es noch diverse Punkte, die noch offen sind, wo noch bereinigt werden muss. Sonst ist mir eigentlich nichts. Zurück hier auf Volksblatt Online, unserem Duell mit den beiden Vorsteherkandidaten Freddy Kaiser und Andrea Matt. Wir haben vor der Pause gehört, warum die Andrea der Meinung ist, dass es einen Wechsel geben sollte. Ganz konkret, was würden Sie als Vorsteherin anpacken? Welche konkreten Ideen haben Sie da? Und zwar wirklich konkret. Was ganz wichtig ist, dass die Mure der Führungsstil wechselt. Das heißt? Wenn ich Vorsteherin werde, dann bin ich keine Vorsteherin der Macht, weil ich keine starke Partei im Rocken habe und keine Mehrheit im Gemeinderat. Das heißt, die Zukunft, die ich vorher angesprochen habe, wo ich denke, dass man eben wichtig in der Wirtschaft und so Akzente setzen muss. Jetzt kommen wir schon wieder auf allgemeine Sachen. Was konkret wollen Sie anpacken? Die kann ich nicht alleine entwickeln, die muss ich miteinander. Aber Sie werden Ideen haben. Ja, aber es ist eben die Grundidee, dass es einen anderen Führungsstil muss. Dass ich nicht als Vorsteherin einfach sagen kann, wie ich es haben will mit meiner Partei, sondern dass ich im Miteinander mit den anderen Parteien arbeiten muss. Also die Sachen, die ich entwickeln möchte, möchte ich mit allen drei Parteien im Einklang entwickeln. Und es muss ja, weil ich angewiesen bin auf die Mehrheitsstimme im Gemeinderat. Und das ist eine Chance für Mura. Sie müssen sich als Kandidatin der Freien Liste von der Vaterländischen Union und von der Fortschrittlichen Bürgerpartei unterstützen lassen. Kann das tatsächlich harmonisch im Gemeinderat funktionieren? Es geht nicht um Harmonie, es geht um gute Argumente und um Objektivität. Und ich bin überzeugt, wenn ich mit sachlichen Argumenten, mit guten Kriterien komme, wenn wir es miteinander tatsächlich pflegen und nicht nur predigen, sondern das Miteinander im Gemeinderat. Ohne das wäre ich aufgeschmissen. Und darum ist es das, was tatsächlich kommt und was wesentlich für die Gemeinde wäre. Es gibt nicht nur eine Machtdominanz, sondern ein wirkliches Miteinander. Viel Konkretes habe ich jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht gehört. Ich frage jetzt noch ein einziges Mal. Was ist das Erste, was Sie nach Ihrer möglichen Wahl anpacken als Erstes? Ich werde zuerst schauen, dass wir die Wirtschaft stärken. Wie? Mit einem Umweltgewerbehaus. Das Zweite, was ich gerne machen täte, dass ich im öffentlichen Auftragswesen soziale und ökologische Kriterien einführen täte. Weil mein Ziel ist eine moderne, offene Gemeinde, wo Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft im Einklang sind. Und das sind die Meilensteine. Wenn man hergeht und sieht, die Bauunternehmer, die Partikelfilter in den Lastwagen drin haben, die werden bevorzugt. Dann führt es dazu, dass wir im Dorf bessere Luft haben. Und solche Ideen möchte ich umsetzen. Wie bestellt, fährt auch gerade ein LKW vorbei. Ich hoffe, man hört uns noch. Freddy Kaiser aus der Erfahrung von 8 Amtsjahren. Was halten Sie jetzt von den Ideen von Ihrer Gegenkandidaten? Klingt das plausibel? Kann man das machen? Ist das was Greifbares? Was sagen Sie? Hinter uns wird die Energiefahne oder Energiestadt Mura lebenswerte Gemeinde. Und gerade das mit den Partikelfiltern wird heute schon umgesetzt. Also das ist heute ein Gemeinsatzbeschluss, der dementsprechend schon gedreht wird. Und das ist ein Teil von der Energiestadt und wird umgesetzt. Es ist klar, Demografie, Ökologie und Wirtschaft wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, in den nächsten 10 Jahren sehr stark beschäftigen, vor allem Demografie. Und dort verstand ich Andrea nicht, dass sie gegen ein Projekt älter werden ist oder sagt, es ist gescheitert. Das machen wir heute aufgleisen, dass wir bei Zeit parat sind. Die Andrea ist im 2007 im Landtag gehockt und hat das Projekt Dresenberg mitgetreten und oder Kredite gesprochen. Und in ihrem Antrag drin ist das gewesen, was im Mura umgesetzt wird und in welchen Jahren. Und dementsprechend ist hier schon die Strategie vorgegeben. Es war im 2007 gewesen, also ich muss da einen Satz sagen. Und jetzt, im 2011, ziehen die Ersten ein. Es ist 4 Jahre gegangen. Und wenn wir in 4 Jahren das Haus gebaut haben, sind alle froh, dass das Sozialzentrum in der Lache drinnen steht. Also ich merke, es gibt hier schon ein paar Spannungen. Wir können einfach wirklich nicht aus zeitlichen Gründen auf jedes. Na gut, komm einmal. Und zwar ist es so, dass ich überhaupt nicht gegen das Projekt bin. Es stimmt wirklich nicht.
sondern ich bin dafür, dass die Menschen, die zu Mura aufgewachsen sind, auch in Mura alt werden können. Das habe ich vor 8 Jahren schon gesehen. Und es tut mir leid, für mich ist einfach die Zeit davon gelaufen. Man hat 8 Jahre gebraucht, bis man einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben hat. Und man hätte früher da stehen müssen. Man hätte schauen müssen auf Landesebene. Wir fragen ihn gerade, warum ist es nicht schneller gegangen? Mit der Bevölkerung zusammen ist ausgeschafft worden, was sind Prioritäten. Prioritäten sind im Schauwald ein Zuschzentrum, sowie auch das Mehrzweckgebäude in der Industrie. Zuerst musste auch das Betreuungszentrum in Eschen gebaut werden, weil es einen Satellit Mura gibt. Also zuerst muss das Gebäude in Eschen in Betrieb sein, dass man das in Mura in Betrieb setzen kann. Und da ist die Strategie dahinter und da haben wir nicht geschlafen. Und das andere ist der Finanzhaushalt, den wir gewährleisten müssen. Wir können nicht noch Ausgaben tätigen. Wir haben einen ausgeliehenen Finanzhaushalt, wir haben Reserven angelegt und auf das sind wir auch stolz. Also da muss ich jetzt wirklich ein bisschen eingreifen. Wie gesagt, wir könnten hier ganz sicher noch eine Stunde lang weiter diskutieren. Wir haben die Zeit nicht. Was Sie uns aber noch schuldig sind, sind Ihre Visionen für die nächsten 4 Jahre. Jetzt haben wir in den letzten Jahren, zumindest baulich, man kann das sehen, relativ viel gemacht. Was soll jetzt wirklich in den nächsten 4 Jahren noch passieren? Und auch hier an Sie die Bitte möglichst konkret. Konkret, wir haben das Rössle, wo wir ein Kulturhaus Unterland schaffen wollen. Da findet gerade heute eine weitere Vorstandssitzung statt und werden dann den Termin bekannt geben zur Gründung des Pro-Rössle-Vereins. Das zweite ist die Zentrumgestaltung Zusch. Wir wollen ein verkehrsberuhigtes Zentrum im Schauwald. Die erste Etappe ist umgesetzt. Die zweite Etappe habe ich gerade geschrieben, an die Regierung geschickt, betreffend der Spange, dass das umgesetzt wird in kürzester Zeit. Und das dritte ist die Energiestadt weiterführen, Ökologie, Wirtschaft und dass wir auch eine florierende Wirtschaft im Mura herbringen. Okay, also damit gebe ich mich jetzt fürs erste Mal zufrieden mit diesen doch mehr oder weniger konkreten Anrissen. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, das ist ganz klar. Ich mag jetzt einfach noch mal ein paar Stichworte in den Raum werfen. Erstes Stichwort wäre also der Zonenplan. Wir haben da vorhin schon ein bisschen andiskutiert und in der Pause haben eigentlich beide gesagt, da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Freddy Kaiser, noch mal zum Zonenplan. Der aktuelle Stand und wie geht's weiter? Der aktuelle Stand ist, dass die Regierung den Zonenplan in der Bauzone genehmigt hat. Und in der Industriezone ist noch ein Einspruch hängig oder eine Frage noch von der Regierung. Das ist da behandelt worden im Gemeinderat und auch einstimmig mit der Stimme von der FL-Gemeindevertreterin. Das andere ist gerne nicht behandelt worden, also die weiteren Zonen, Landwirtschaft und die nicht zonierten Zonen. Und ich will dazu sagen, wir zonieren nicht Bauzonen, sondern es ist der Wunsch aus der Bevölkerung der Bodenbesitzer Reservezonen übergekommen, dass sie Rechtssicherheit endlich überkommt. Geben wir das gleich weiter. Andrea, ist das okay, was er sagt? Langt Ihnen die Antwort? Es ist ja so, dass wenn man in einem Gemeinderat zustimmt, man ja immer nur am ganzen Projekt zustimmen kann und nicht nur teilweise. Und es ist ja so, dass in dem Zonenplan ja auch die Bevölkerung wirklich mitgeschafft hat und vieles gut gegangen ist. Was aber nicht gut gegangen ist, ist, dass man auf uns nicht Rücksicht genommen hat. Der Landesrichtplan ist behördenverbindlich. Das heisst, dass sich Land und Gemeinde daran halten müssen. Das ist wie ein Gesetz. Der Landesrichtplan enthält einfach die Bestimmung, dass eine Siedlung nur nach innen entwickelt werden sollte. Und solange eine Gemeinde wie Mura so viele Reservebauplätze innerhalb der Gemeinde hat, innerhalb von bestehenden Bauzonen, dürfen keine neuen Bauzonen geschaffen werden. Und das wird einfach verhindern, dass die weißen Zonen in den nächsten Jahren Bauland werden. Und das muss die Bevölkerung wissen. Stimmt das? Also wir machen Reservezonen und keine Bauzonen. Und dazu ist zu sagen, dass wir das Konzept ausgerichtet haben und der Bevölkerung präsentiert, bevor der Landesrichtplan auf da ist oder eine Gemeinde vorgestellt worden ist. Die Gemeinde hat dementsprechend hat sich können einbringen in den Landesrichtplan, ist aber nicht berücksichtigt worden mit seinen Eingaben. Zudem ist es im Baugesetz niedergeschrieben, dass die Ortsplanung in der Hoheit von der Gemeinde liegt und dementsprechend auch von der Gemeinde umzusetzen ist. Und das ist die Hoheit von der Gemeinde Mura-Schawald, der Zonenplan umzusetzen. Ich werfe jetzt einfach mal ein weiteres Stichwort in den Raum. Da ist in den letzten Tagen auch viel drüber geredet worden, Stichwort das Hilti-Areal. Andrea Mann, von Ihnen war da schon das ein oder andere zu hören. Was würden Sie mit dem Gelände machen? Es ist ja so, dass ich natürlich weiß, dass das Hilti-Areal nicht der Gemeinde gehört.
Aber es ist wichtig, dass man immer mit einem Inhaber gemeinsam kommuniziert und mit ihm gemeinsam Visionen entwickelt. Mir ist auch bewusst, dass Gmont das versucht hat. Aber das Hilti-Areal steht leer und das ist eine Tatsache. Und das tut weh als Maurerin und ist einfach nicht gut für die Gmont-Maurer. Aber das wird natürlich die Entscheidung des Eigenen sein, ne? Ja, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Vorsteherin Überzeugungskraft hat, dass man Visionen hat und es so schafft, eine Eignerin davon zu überzeugen und gemeinsam etwas voranzubringen. Und meine Vision ist, dass ich das kann. Ich habe einfach gelernt, zu überzeugen und mit guten Argumenten zu arbeiten. Und ich glaube, dass man auch beim Hilti-Gebäude wirklich etwas Schönes für Gmont herbringt, wo einfach qualitativ hochwertige Arbeitsplätze Gmont kommt. Was könnte man denn Schönes für die Gemeinde mit dem Areal machen unter dem Vorsteher Friedrich Kaiser? Also ich gehe mit Andrea schon einig, ein Gewerbepark wird von der Hilti AG abgeklärt. Ich bin natürlich brutal verschrocken, als die Hilti auf mich zugekommen ist und sie sich da in der Standortmoore auflösen. Und dementsprechend bin ich dann auf die Hilti zugegangen, auf die Konzernleitung. Und wir haben dementsprechend das Projekt ausgeschafft. Und die Projektgruppe ist im 2008 im Sommer im Wirtschaftsgespräch vorgestellt worden. Und dort ist dort Andrea Matto anwesend gewesen und hat sich können überzeugen, dass man auch aktiv auf die Hilti zugegangen ist. In der Zwischenzeit ist dann das Projekt oder die Nachnutzungsphase abgeschlossen worden. Wir haben das der Konzernleitung und Gemeinsrat zur Kenntnis gebracht. Und jetzt liegt ganz klar der Ball bei der Hilti AG. Und sie sind sich bewusst und wollen da eine optimale und interessante wirtschaftliche Nachnutzung für das Gebäude finden. Und er hat jetzt gerade am 20. Dezember ein Gespräch mit dem Vorstand, mit dem Stefan Nögen stattgefunden, um Hilti-Vertreter. Ein weiteres Gespräch wird im Februar stattfinden. Also man sieht, wir sind in regen Kontakt. Und natürlich auch die Wirtschaftssituation hat auch sein Beitritt. Hilti ist ein Jahr früher draussen. Geplant war Ende 2011, sie sind 2010. Also das Nutzungskonzept, Nachnutzungskonzept ist auf 2011 ausgerichtet. Und wenn ich gesehen habe, der Hilti AG ist es daran gelegen, eine optimale und interessante Nachnutzung für Gmont Mora zu finden. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Zum Abschluss möchte ich noch eine ganz kleine Runde machen, fast so ein Frage-Antwort-Spiel. Ich würde euch beiden jeweils einen Halbsatz vorgeben, mit der Bitte, ihn einfach zu ergänzen. Vielleicht fangen wir mit der Andrea Matt mal an. Mit mir als Vorsteherin wird die Gemeinde Mauren in 4 Jahren. Moderner sie, offener sie und weniger Macht dominiert sie. Die gleiche Frage mit mir als Vorsteher in 4 Jahren. Werden wir eine hohe Lebensqualität in Mora haben? An einem Freitagabend mache ich am liebsten. Freitagabend mache ich am liebsten mit der Familie, Sport und auf dem Kanapé ausruhen. Wollen wir gucken, was die Andrea Matt an einem Freitagabend am liebsten macht? Ich bin am liebsten mit Freunden zusammen, weil meine Tochter ist in der Zwischenzeit so gross, dass sie nur am Freitagabend mit mir Fernsehen schaut oder ein Buch liest. Vielleicht die allerletzte Frage in dieser Runde. Wenn der Freddy Kaiser Vorsteher wird, dann mache ich? Mit meinem Leben, das sehr schön ist im Moment, weil ich studiere Gnüs, mit dem mache ich so weiter. Und sollte die Andrea Matt Vorsteherin werden, dann mache ich? Dann werde ich mich auf die Familie widmen, werde mich sehr wahrscheinlich neu orientieren müssen und ich werde alles Gute wünschen. Und das wünschen wir uns, glaube ich, allen. Ich wünsche Ihnen beiden auf jeden Fall viel Glück bei den bevorstehenden Wahlen. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir ein bisschen bei der Entscheidungsfindung beitragen konnten und bedanke mich fürs Zuschauen.